Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben mega lange Ruhe gehabt auf diesem Kanal. Das liegt natürlich an mir, es tut mir leid. Und eigentlich wollte ich euch heute eine Rezension aufnehmen. Allerdings bin ich noch ein bisschen fertig von meinem Wochenende. Und deswegen habe ich mir gerade spontan überlegt, es gibt heute mal wieder einen kleinen Book Talk bzw. ein Currently Reading. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Ja, und wie bin ich auf die Idee gekommen, mal wieder einen Booktalk aufzunehmen? Ich lese zu viel. Also ich lese gleichzeitig zu viel und zu wenig. Zu wenig, weil ich gerade einfach nicht vorankomme mit den Büchern, die ich lese. Und das ist gleichzeitig zu viel, denn ich lese tatsächlich aktuell 3 Bücher gleichzeitig. Und zwar handelt es sich bei den Büchern um diesen Stapel hier und das untere, Sanctum, habe ich tatsächlich bereits im Januar angefangen zu lesen. Das ist das zweite Buch, das ich dieses Jahr angefangen habe. Und der zweite Band von Markus Heitz Bestien-Reihe, Trilogie ist es ja gar nicht. Mir fehlen noch immer 220 Seiten circa. Ich komme aber einfach irgendwie nicht voran, weil... Naja, diese 220 Seiten mich tatsächlich etwas abschrecken, aber immer wenn ich lese, dann macht es mir unheimlich viel Spaß. Also es liegt nicht am Buch selbst oder an der Story, dass ich nicht weiterlesen möchte, weil das erste Buch habe ich zum Beispiel auch verschlungen, also den ersten Band. Die Bestie? Nee, Ritus hieß der erste Band. Und steht hinten noch drauf, witzig. Und ja, deswegen will ich tatsächlich den zweiten eigentlich auch bald beenden, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass er so dick ist und im Moment tue ich mich mit Fantasy, glaube ich, sehr, sehr schwer. Denn Markus Heitz schreibt nun mal schwere Fantasy und ja, aber es macht mir Spaß, das Buch zu lesen. Es dauert nur aktuell eine Weile. Ja, und dann habe ich tatsächlich nebenbei angefangen, ein entspanntereres Buch zu lesen. Und zwar Jumping Hard, Never Give Up von Chloe Jackson. Ist mir spontan bei Amazon über den Weg gelaufen damals. Damals, ist noch gar nicht so lange her. Ist auf jeden Fall ein Buch aus diesem Jahr. Das ist der erste Band einer Reihe. Wir haben hier oben die 1 stehen. Und ist eine Fan-Story, wie das Cover schon sagt. Und gleichzeitig natürlich auch eine Love-Story, sehen wir hier schon. Ist im Eigenverlag erschienen und ein New Adult-Roman. Ich habe tatsächlich erst reingelesen, die ersten Seiten. Aber es ist eine wunderschön lockere Schrift. Das sieht echt toll aus. Und ich glaube, da kann man sich echt gut durchlesen. Und einfach, weil mir der Fantasy-Schmöker hier ein bisschen zu schwere Kost war, habe ich mich entschieden, dieses Lockere noch dazu zu lesen. Wie gesagt, ich bin noch gar nicht so weit, aber Pferd geht bei mir halt aktuell gerade einfach immer. Deswegen, ja, lese ich es tatsächlich aktuell. Oder zumindest lese ich es bald weiter. Ja, und dann saß ich neulich spontan am Computer und habe ein Video geschnitten. Das verlinke ich euch witzigerweise unten, glaube ich mal, weil das ist ein Reitvideo und wir haben einen Strandausritt gemacht. Das passt jetzt voll nicht zum Thema gerade, aber das hat super viel Arbeit gekostet. Das hat echt lange gedauert und es musste ganz, ganz, ganz viel rendern und ganz viel Verkrümmungsstabilisierung mussten sich entwickeln und... das hat halt mega lange gedauert und dann hat mein Computer ein bisschen rumgemuckt und da habe ich einfach hier aus meinem Subregal, das hier zu meiner Linken steht, mir ein Buch rausgenommen, das gerade interessant war und habe angefangen zu lesen, weil mein Fantasy-Schmöker und das Pferdebuch nebenan lagen. Und da habe ich einfach mal Mona Kastens Cold War City aus dem Knauer Verlag angefangen zu lesen und ich habe auch tatsächlich die ersten 40 Seiten bereits weggelesen. Ja, mein Computer hatte viele Probleme mit dem Laden. da hatte ich gut Zeit. Und ja, das hat sich locker flockig weggelesen. Es ist außerdem ein Rezensionsexemplar. Das heißt, ich muss es sogar bald demnächst lesen. Also eigentlich hätte ich es schon längst fertig haben müssen. Aber weil dieses Jahr einfach so scheiße ist, lesetechnisch für mich, hänge ich einfach ein bisschen her. Und es tut mir auch mega dolle leid. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen deswegen. Aber ja, aktuell bin ich gerade bei Besser spät als nie. Und mir gefällt es bisher echt gut. Deswegen ist das das dritte Buch, das ich gerade aktuell lese. Und normalerweise bin ich ein Mensch, der nie mehr als 2 Bücher gleichzeitig liest. Und jetzt lese ich einfach 3. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Also ich habe euch gerade erklärt, wie das passieren konnte. Aber ich verstehe es tatsächlich nicht. Also da bin ich halt echt
Es ist tatsächlich kein Wunder, dass ich mit keinem der Bücher großartig vorankomme, beziehungsweise einfach keins der Bücher beende. Und ich verstehe nicht, wie manche Leute es schaffen, mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen. Lest ihr drei Bücher gleichzeitig teilweise? Also ich bin damit echt überfordert. Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich eins nach dem anderen lesen und ja, aber damit wisst ihr schon mal, welche Rezensionen demnächst auf euch zukommen. Und das ist tatsächlich auch der nächste Plan, Rezensionen. Es soll noch eine Rezension zu diesen beiden tollen Büchern geben, Mein bester letzter Sommer und Mein Sommer auf dem Mond. Das waren nur beides sehr schwere, kostige Bücher, die mich sehr, sehr, sehr bewegt haben, wo ich sehr, sehr wahre Worte draus gelernt habe und die beide einfach eine sehr gute Rezension verdient haben, die ich allerdings gerade nicht abliefern kann. Deswegen müssen die leider noch ein bisschen warten, aber sie stehen auf dem Plan. Und 13 Reasons Why, die zweite Staffel. Und dann gibt es noch ein Special-Video bezüglich meines neuen Tattoos. Das ist so der Plan für die nächsten Wochen an Videos und ich habe noch sehr viel mehr an Videos, aber ich schaffe jetzt heute leider nicht mehr noch mehr aufzunehmen, aber ich denke, die nächste Woche wird ein bisschen ruhiger und dann kommt wieder was und ich freue mich, dass ihr trotzdem dabei geblieben seid, auch dass wenn es jetzt mal wieder wie häufiger relativ ruhig ist bei mir, aber das kennt ihr ja leider gar nicht anders. Genau. Es freut mich einfach trotzdem, dass ihr dann immer wieder mal reinschaut und trotzdem immer dabei bleibt und ich trotzdem Kommentare bekomme und einfach trotzdem Abonnenten da bleiben und ich sogar noch neue Abonnenten dazu bekomme. Deswegen, falls du ein neuer Abonnent bist, sag ich vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du über meinen Kanal gestolpert bist. Und auch wenn es zwischendurch etwas ruhiger ist hier, bleib gerne dabei, denn es kommen auf jeden Fall Videos. So, und jetzt ist dieses Video auch schon wieder zu Ende. Ist ein relativ kurzer, kleiner Einblick einfach mal ganz kurz in meine aktuelle Lektüre gewesen. Und falls du mehr aus meinem Alltag mitbekommen möchtest, schau einfach bei Instagram vorbei. Da passiert auf jeden Fall mehr. Und jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und viel Spaß beim Lesen. Bye, bye.